Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. AppReview ist hier wieder am Start und zwar mit der nächsten AppReview und zwar mit Car Transporter. So, wir wollen mal gucken, was es hier so Schönes zu holen gibt. Den Karrieremodus, den habe ich schon mal ausprobiert, weil ich mal wissen wollte, worum es denn hier überhaupt geht. So, wir gehen direkt mal auf Transport Nummer 1 und gucken mal in die Garage. Da haben wir einen schönen LKW. Wir gehen direkt auf Let's Go, weil wir sehen wollen, was hier so Schönes, ja, zu sehen ist in dem Moment. So, und wir sind direkt im Spiel drinne und da wollen wir mal gucken, was passiert jetzt hier so. Ich muss mit meinem Finger ein Auto nehmen und es verladen und lasse es dann auch wieder los und dasselbe mache ich jetzt hier auch nochmal. Wenn möglich, nicht gegen den Transporter stoßen und wenn ich das geschafft habe, gehe ich oben rechts auf Go und gebe hier unten rechts auf diesen fast durchsichtigen Buttons einfach mal Gas und dann oben rechts läuft der Timer, wie lange ich für die Strecke so brauche. Recht interessant gemacht, das muss man mal sagen. Und die Autos dürfen hinten auch nicht runterfallen. Allerdings habe ich schon die erste Strecke ausprobiert. Hier kann man voll Karacho durchfahren. Hier passiert eigentlich nichts. Noch sind die Autos relativ sicher drin. Man sieht so ein bisschen, ganz so flüssig läuft das nicht immer. Keine Ahnung, ob das jetzt hier so anspruchsvoll ist. Es ist ja auf dem 1,2 GHz Cortex-Prozessor hier. Tja, vom Otis Lux und ich weiß auch nicht. Wir lassen die Autos immer so ein bisschen abheben und fliegen. Oh, ich hoffe, das geht jetzt doch wohl doch gut. Ah, gucke, gucke hier, du kannst wirklich, du kannst Vollgas geben. Die haben angezogene Handbremsen, da kann nichts passieren. Wir wollen nämlich noch. Oh, shit, jetzt haben wir das erste Auto verloren. Ah, das bringt nichts, wir haben es verloren. Das gibt, das hätte ich nicht gedacht. Oder zählt es jetzt nicht, ob wir beide Autos. Doch, doch, wir müssen beide Autos haben. So. Ja, das war das erste Level. Ach so, komme ich jetzt gar nicht zurück oder was? So, wir müssen noch mal hier rauf, müssen hier rauf, gehen noch mal irgendwie ins Menü oben rein, gucken uns mal die zweite Strecke direkt an hier, dass wir hier nicht nur an der ersten verzweifeln, denn die hatte ich vorhin aber nur mit langsamem Modus. So, alles klar. In der Garage ist der schöne Truck wieder. Was können wir hier eigentlich machen? Der kostet 3.500. Weiß ich nicht, was das jetzt bringen soll. Ist mir eigentlich auch relativ egal und damit starten wir auch direkt durch, nehmen den Kombi und lassen den hier direkt drauf fliegen und gehen direkt oben auf Go und beschleunigen diesmal sofort. Tja, nur mal abwarten, was jetzt passiert. Nachdem er langsam angefahren ist, kommt hier natürlich eine Holperstrecke zu sehr ins Wanken. Oh. So, sieht gut aus. Was ist das? Achso, doch, ist die Brücke. Nicht, dass wir da irgendwo runterfallen. So, mit Vollgas. Ah, shit, ich glaube, das war's. Ja, da haben wir es direkt verloren. Ruckzuck. Also hier ist viel Geschick gefragt. Und wir versuchen es noch ein letztes Mal, indem wir das Auto weiter vorne ansiedeln. Dann hat es wenigstens noch etwas Spielraum nach hinten. Und wenn wir hier direkt beschleunigen, kann es natürlich auch sein, dass wir ab und zu mal bremsen müssen. Ja, ansonsten ist es halt eine Geschicklichkeitsfrage hier. Ne? Ihr müsst gucken, wie ist das Pflaster hier so und klappt das denn auch? Weil so, wenn ich jetzt hier sehe, er rutscht immer systematisch nach hinten, da hebt er auch schon ab. So, da haben wir Glück gehabt jetzt. Normalerweise wäre er jetzt runtergeflogen. Ah! So, jetzt müssen wir aber echt aufpassen, dass wir hier wirklich noch ins Ziel kommen. Wieso schießt dieser Truck denn hier so voll übers Ziel hinaus? Meine Güte, das ist ja schlimm sowas. So, wir müssen jetzt wirklich versuchen, dass wir hier überhaupt etwas schaffen. Na? So eine hohe Geschwindigkeit hier ist gar nicht gut. Jetzt rückt das Ding wenigstens ein Stück nach vorn. Ah, alles klar. Das ist gut. Siehst du, wenn ihr mit Beschleunigung gegen einen Felsen fahrt, rutscht das Auto zumindest nach vorne. Und dann rutscht es wieder nach hinten. Aus unerklärlichen Gehkräftgründen. So, lassen wir ihn erstmal ausrollen, bevor wir hier wieder weiter aufs Gaspedal hämmern. Weil am steilen Berg, naja, da geht aber doch ganz schön weit nach hinten. Und da haben wir es dann doch schon geschafft, bis in die Garage rein. Trotz alledem mit ein wenig Stockerei hier. Aber da kann man eigentlich mit leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann wird uns hier vorgestellt, das kleinste Auto, der Piel P50. Kenne ich unter Dreikantpfeile. Wer es vielleicht auch kennt. So, da haben wir es geschafft. Jetzt ins nächste Level wieder rein. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas bekommen hier? Achso, wir haben 2360 an Geld. Jetzt verstehe ich auch. Also, wir bekommen also doch Geld. Das wäre ja sonst ein Lacher, wenn wir hier umsonst fahren.
Ja, das ist mir am Anfang ganz oft passiert, weil die Reaktion hier irgendwie so ein bisschen hinterherhinkt. Aber daran soll es jetzt nicht scheitern. So, wir gehen direkt wieder auf Go. Das ist auch ein Spiel, was man ein bisschen verzögert spielen kann. Naja, oder auch wer es nicht abwarten kann, kann das hier vorspulen, ganz einfach. Ja, weiterhin bleibt mir eigentlich bloß noch zu sagen, dass die App kostenlos im Play Store erhältlich ist. Link findet ihr natürlich wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ein ziemlich anspruchsvolles Spiel ist, weil man extrem aufpassen muss, wie man sieht, dass die Autos hier nicht von dannen hüpfen. So, jetzt geht's rund, der knallt runter. Nee, wir haben Glück gehabt. Da waren wir doch schnell genug. Guck mal hier, komm, rutsch mal wieder nach vorne. Noch nur ein Stück. Schade, macht er nicht. Ja, ansonsten, was bleibt einem hier viel zu sagen? Man kann verschiedene LKWs auswählen, man muss Fracht transportieren. Wer LKW-Fahrer werden möchte, der kann sich das definitiv mal geben hier. Und an alle anderen ist es natürlich auch eine Empfehlung. Macht auf jeden Fall Spaß so für zwischendurch. Jetzt müsst ihr natürlich aufpassen an der Stelle. Ah ne, wir sind schon in der Garage. Na, dann geht's ja. Ob das Auto jetzt runtergeflogen wäre oder peng, ist hier eigentlich egal. Ja, und ich würde einfach sagen, probiert die App mal aus, ob es was für euren Geschmack ist oder nicht. Das erste fliegende Auto hier, wer den Film kennt, Louis de Funès, da haben sie es nachgebaut gehabt, ne? Und hier hat man die Tragflächen oben drin und bei dem Louis de Funès-Film sind die ja unten aus so einem weißen oder eifarbenen Auto rausgekommen. Und ja, nette Tipps sind auf jeden Fall dabei, muss man sagen. Fetzt auf jeden Fall. Man kann sich das Ganze mal geben und spielen. Und jetzt hätten wir sogar genügend Geld, um einen neuen. Na? Doch. Um einen neuen zu transportieren. Ach so, den brauchen wir wahrscheinlich auch. Der ist wahrscheinlich ein Stück größer. Jetzt kommen schon die schweren Baumaschinen dran. Die könnten wir ja notfalls auch übereinander stapeln. So, mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob der von der Beschleunigung anders ist. Ich glaube, der hat einfach nur hinten links eine höhere Laderampe, damit die Dinger hier einfach nicht runterfallen. Die Dumper hier, beziehungsweise die, ja, ich weiß gar nicht, wen nennt man denn die? Die Schuttwegfahrer, die, ja. Schrotttransportierer, ich habe keine Ahnung, wie die gerade heißen. Nennen wir Kippfahrzeuge. Nennen wir sie Kippfahrzeuge, genau so ist es, ja? Einfach Kippfahrzeuge. So, wir knallen hier auf jeden Fall mit den Kippfahrzeugen durch die Gegend. Und wenn das jetzt hinten nicht so hoch wäre, die Laderampe, da beschweren sich ja bei Automobil manchmal die älteren Herren, weil sie über die Ladekante nichts geladen kriegen. Hier bin ich froh, dass die Ladekante sehr hoch ist, sonst hätten wir ein ganz schönes Problem. Besonders wer so eine Straßen hier baut, statt mit dem Ding direkt zu fahren, muss ich hier mit so einem LKW irgendwas transportieren. Naja, die heben auch ab. Und Gott sei Dank habe ich mir zur rechten Zeit diesen LKW geholt. Ansonsten wäre es wohl vorbei gewesen. Wenn ich jetzt bremse, bringt es uns gar nichts, weil ich dachte, die rutschen dann wieder in Position. Doch jetzt rutschen die wieder in Position. Naja, bitte. Na, so geht doch das auch. Einfach mal ein Stück weiter runterfahren und ruckzuck sitzen die wieder im Lot. Das ist wie so eine Wasserwaage hier. Bloß nicht offiziell bestätigt. Landschaftsbild ändert sich hinten auch so ein bisschen. Kann man sich durchaus gefallen lassen. Die App in allem, muss ich sagen, ja, eine akzeptable Grafik. Was will man da jetzt noch mehr machen? Trotz alledem, ich kann es nicht verstehen, warum es stockt. Braucht hier kein Dual-Core sein eigentlich. Aber trotz alledem heizt sich das Gerät bis zum Get-No hinten auf. Aber egal. Spielbar ist es allemal. Und dann fahre ich in die Garage rein und wünsche euch damit viel Spaß und sehen uns bei der nächsten App-Review. Auf Wiederschauen. Was ist hier zum Schluss noch, bevor ich jetzt hier schon sage, auf Wiederschauen? World's First Largest. Oh, guckt euch dieses Auto an, ey. Das ist ein normales Auto. Was ist das für ein Riesenauto? Dodge Power Wagon, 1950. Auf jeden Fall, deswegen lohnt es sich schon, die einzelnen Missionen zu machen. Und wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Auf Wiederschauen.